beginnen. Und genau damit alle herzlich willkommen heißen hier zur 13. Bitkom Block Web Session dieses Jahr zum Thema Digitalisierung mit auch drei hochkarätigen Gästen zu dem Thema: Professor Dr. Volker Skwarek, Elke Kunde und Gregor Roschkowski, die heute alle sich dann auch selbst nochmal vorstellen werden, zu dem Thema sprechen werden. Da wir heute ein sehr ambitioniertes Programm haben mit verschiedenen Impulsen und wie immer bei den Bitkom Block Meetings hoffentlich auch noch am Ende ausreichend Zeit für offene Fragen und eine offene Diskussion mit allen hier in der Runde, würde ich den Bitkom Werbeblock heute mal abkürzen. Vielleicht einfach nur vorab der Hinweis: Die Bitkom Block Web Meeting Reihe, die werden wir sicherlich auch nächstes Jahr noch weiterführen. Es ist jetzt das vorletzte Webmeeting dieser Reihe dieses Jahr. In 2 Wochen, am Dienstag, dem 15., steht noch ein letztes an. Das wird stattfinden zum Thema Corda Enterprise, also die private Blockchain oder besser DLT-Technologie. Corda Enterprise wird dort vorgestellt, inklusive der Vorstellung des italienischen Bankenprojekts Spunta. Und das bildet sozusagen den Jahresabschluss, aber die Bitkom Block Webmeeting-Reihe, die findet ja alle 2 Wochen in der Regel statt und startet dann wieder im Januar. Und auch jeder Appell an alle, falls jemand Lust hat, nächstes Jahr dann auch ein Thema vorzustellen und mit den Bitkom-Mitgliedern zu diskutieren, einfach auf mich zukommen. Genau, abgesehen von den Webmeetings, was vielleicht für die viele auch interessant ist: Es laufen gerade noch Bitkom-Konsultationen. Einmal zum digitalen Euro, also zum ganzen Thema Central Bank Digital Currencies. Da kann man sich noch einbringen jetzt bis Ende des Jahres. Wir wollen das gerne vor Weihnachten abschließen. Und die zweite Konsultation betrifft die Markets und Crypto Assets Regulierung. Auch das haben wir uns vorgenommen, bis Ende des Jahres abzuschließen. Genau, das vielleicht zu den aktuellen Themen und Aktivitäten beim Bitkom. Alles Weitere, auch die Jahresplanung für 2021 werden wir dann schnellstmöglich des Jahres und allerspätestens teilen. Und damit würde ich sagen, können wir auch schon direkt in den Inhalt der heutigen Sitzung einsteigen: Blockchain-Standardisierung. Und ich würde abgeben an Elke. Jawohl. Vielen Dank, Patrick. Und mein Name ist Elke Kunde. Ich bin bei IBM Blockchain Tactical Focal Point, also eine technische Business Development Rolle für Blockchain. Bin seit Anfang in der DIN- und ISO-Standardisierung, seit es das Gremium gibt, Mitglied und habe heute Gott sei Dank Unterstützung bekommen von Gregor Roschkowski und Volker Skwarek. Die werden sich auch noch vorstellen. Wir haben das so geplant: Ich mache eine kurze Einführung, ein Grußwort, was die Bitkom mit der Standardisierung zu tun hat. Dann wird uns Gregor Roschkowski vorstellen, was das, die Normungsgremien sind und das Programm vom ISO-Committee 307 zum Thema Blockchain und Distributed Ledger. Und dann wird uns Volker Skwarek aus 3-jähriger Erfahrung als Convener einer ISO-Arbeitsgruppe berichten, wie man zu einer Einigung, zu einem Standard kommt und wie der Weg dazu ist. Dann haben wir zum Schluss noch ein bisschen Zeit. Ich werde die Online-Browsing-Plattform zeigen, also wie sieht so ein Standard aus. Die ersten Standards sind hurra, hurra da. Und dann haben wir hoffentlich noch ein paar Minuten, um zu diskutieren und weitere Sachen besprechen zu können. Patrick, ich würde mir jetzt gern dein Screen klauen. Klappt das, Elke? Du müsstest jetzt auf. Moment. Ich hoffe, ihr seht jetzt die Webseite Bitkom Arbeitskreis Blockchain. Ja, Das das ist sehr gut. passt. Weil es geht jetzt erstmal um die Frage: Was hat denn jetzt Blockchain-Standardisierung und Bitkom? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder Schnittpunkte? Jawohl, die gibt es. Einmal, es gibt die Blockchain-Standardisierung in diversen Gremien. Da werden wir jetzt einiges davon hören, aber auch die Bitkom selber hat einen Arbeitskreis Standardisierung, wo man sich da um die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Themen kümmert und da auch die Vernetzung betreibt.
Der Sprecher dieses Arbeitskreises Standardisierung ist Jochen Friedrich, auch ein IBM-Kollege, der, wie wir gerade gehört haben, vom Herrn Fiedler heute Tag die Etsy leider nicht persönlich teilnehmen kann, aber ein Grußwort hinterlassen hat, das ich jetzt hier gerne vorstelle, was aus seiner Sicht oder seine Gedanken als Leiter des Arbeitskreises Standardisierung in der Bitkom zum Thema Blockchain-Standardisierung sind. So, wir haben ein globales Informationstechnik, Kommunikationstechnik und Telefonie Standardisierungs-Ökosystem, was die einzelnen Gremien machen, wie sie zusammenhängen. Da wird uns Gregor nachher einiges dazu erzählen. Jetzt mal ganz grob, es gibt Standardisierungsorganisationen, die von Regierungen anerkannt sind. Das sind der linke Block, diese formally recognized Standardisierungsgremien. Aber es gibt natürlich auch sehr viele industriegetriebene Gremien, die zu irgendwelchen Themen Standards formen, zum Teil konkurrierend, zum Teil miteinander. Und Blockchain ist wirklich in sehr, sehr vielen Organisationen ein Thema, dass man sich aus seiner Branche heraus, aus seinem Sichtwinkel heraus Gedanken macht, wie kann Blockchain uns weiterhelfen und was muss da gemeinsam passieren, welche Standards sind da, die uns dann weiterhelfen. Zentral für die internationale Normung ist die ISO und dort das Technical Committee 307. Über das Programm werden wir gleich noch hören, was dort alles gemacht wird. Und es gibt jetzt eine ganz neue Entwicklung. Es gibt eine europäische Zwischenebene. Die gibt es schon länger in der Standardisierung, aber Blockchain hat da jetzt auch ein eigenes Komitee bekommen, das CENELEC Joint Technical Committee 19. Und was bei Blockchain besonders wichtig ist oder besonders interessant, da die meisten Blockchain-Implementierungen ja im Open-Source-Verfahren entwickelt werden, die ja auch so eine Art Industriestandard sind, wenn man so genau betrachtet, ist es natürlich eine schöne Schnittstelle von Technologie und auch der Arbeitsweise, wie solche Standards erarbeitet werden, die auch aus den Open-Source-Gremien dann in die Normung reinkommt. Zur generellen Frage, ich denke, Gregor wird auch noch mal drauf eingehen, sind Standards denn immer Vorschrift? Die Antwort ist nicht unbedingt. Also ein Standard ist immer erstmal ein Best Practice. Es gibt natürlich Standards, die dann zur Regulation werden können, ja, und in die Gesetzgebung ihren Weg finden können. Das sind allerdings recht wenige. Und da gibt es in Europa auch Prozesse dazu. Im Moment ist Blockchain und Distributed Ledger Technologie davon natürlich noch nicht betroffen, aber der Gedanke ist natürlich auch, dass man diese Technologie dazu nutzen kann, im Rahmen einer Digitalisierung die Prozessschritte für solche anderen Standards auch mit zu unterstützen durch die Blockchain oder DLT Technologie. Ja, und die Arbeitskreisstandardisierung ist bereit zum Teaming. Wenn Standardisierungsfragen hier aus diesem Komitee zum Thema Blockchain oder anderen hochkommen, ist natürlich auch das Kollegengremium sozusagen im Bitkom zur Standardisierung sehr gerne bereit, hier weiterzuhelfen. Und die Vorschlag zur Zusammenarbeit ist vor allem dies zum Thema Standardisierung und Open Source zu tun, weil wir da sehr viele Schnittstellen zwischen den zwei Gremien haben. Ja, das war das Grußwort vom Jochen Friedrich und dann würde ich sagen, übergeben wir an den Gregor Raschkowski, der ist beim Deutschen Institut für Normung, der zuständige Bearbeiter für die Blockchain- und DLT-Standardisierung und ist unser guter Geist für das Deutsche Spiegelgremium im ISO TC 307. Gregor, ich beende mein Screensharing, damit du dir den... Ja, herzlichen Dank, Elke, für die Übergabe und Einführung. Also kurz nochmal zu mir. Gregor Raschkowski, bin jetzt seit 10 Jahren beim DIN, hatte da meine Diplomarbeit geschrieben. Dann war ich 7 Jahre in der DIN-Software und jetzt seit 3,5 Jahren Projektmanager im Bereich elektronisches Geschäftswesen, im Bereich Information und Dokumentation, die sich um die Normung im Archiv- und Bibliotheksbereich kümmern und unter anderem natürlich auch dann im Bereich Blockchain. Ich lege die Folie auf. Okay. Da.
Genau. Was ich heute machen wollte, ist einen kurzen Überblick geben über die Normungsgremien und Projekte auf internationaler, auf europäischer und auf nationaler Ebene. Hier sieht man auch nochmal unser Gebäude. Also ich hatte schon einige Expertinnen und Experten auch gesehen, jetzt hier in der Teilnehmerliste, die sicherlich auch schon mal bei uns waren. Roman Winter hatte ich jetzt gesehen, Ulrike Linde, die auch hier mit dabei sind, Elke Kunde natürlich auch und Volker war bestimmt auch schon bei uns vor Ort. Genau. Steigen wir ganz kurz ein zu DIN und seiner Aufgabe. Es gibt seit 1975 den Normenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland und dort ist im Prinzip gesetzlich geregelt, dass DIN das vom Staat, die vom Staat anerkannte nationale Normungsorganisation ist, über die dann im Prinzip auch die Spiegelarbeit auf europäischer und internationaler Ebene erfolgt. DIN verpflichtet sich dabei auch in diesem Normvertrag, Normvorhaben, die im öffentlichen Interesse liegen, vorrangig zu behandeln und sicherzustellen, dass faire Verfahren es auch weniger leistungsstarken Akteuren ermöglichen, sich an der Normungsarbeit zu beteiligen. Also im Prinzip hat man in den Ausschüssen dann, in der Ausschussarbeit, sind die Stimmen sozusagen gleich verteilt, ob man jetzt aus einer großen Firma kommt oder aus einer kleinen, aus KMU oder meinetwegen aus einem Start-up. Da gibt es sozusagen in den Abstimmungen dann keine Gewichtung oder sowas. Ganz kurz auch nochmal zu den Zahlen, nochmal einen Überblick. Also DIN versteht sich als Dienstleister für Normung und Standardisierung, ist ein gemeinnütziger Verein und privatwirtschaftlich getragen. Zu DIN gehören auch die Tochtergesellschaften Beuth Verlag, der sich um die Publikation und den Vertrieb von Normen kümmert und anderen Publikationen, also auch Büchern richtigen. Dann ist DIN zuständige deutsche Normungsorganisation für europäische und internationale Normungsaktivitäten. Es gibt ja auch noch die DKE, die ja für die Elektronik und Elektrotechnik zuständig ist. Das ist aber auch im Prinzip ein Organ von DIN, die DKE, aber wird da sicherlich auch dem einen oder anderen schon bekannt sein vom Namen. Bei DIN direkt arbeiten ca. 450 Mitarbeiter. Es gibt in den Ausschüssen Pi mal Daumen 33.000 Expertinnen und Experten, die an der Normungsarbeit mitwirken, die also die Normen mit verfassen, die beraten, was in den Normen enthalten sein soll. Und auch abstimmen über internationale Projekte, über europäische Projekte. Das geschieht dann alles in den nationalen Spiegelausschüssen über die Experten. Der Verein DIN hat ca. 3.000 Mitglieder. Man muss jetzt nicht unbedingt Mitglied sein, um hier auch mitzuarbeiten in den Ausschüssen. Also es geht auch ohne die Mitgliedschaft sozusagen sich da benennen zu lassen oder aufnehmen zu lassen in den Ausschüssen. Und es gibt 69 Normausschüsse, die sich ja mit den verschiedensten Themen befassen. Also wie gesagt, meine Normausschüsse jetzt beispielsweise sind Normausschuss Information und Dokumentation für Archiv, Bibliotheks und Museen, Museumsthemen und der NIA, Normausschuss Informationstechnik und Anwendungen, wo auch das Blockchain-Themenfeld dazu gehört. Da gehen wir gleich mal rein in die Struktur international, europäisch, national. Wenn man das hierarchisch von oben betrachtet, hat man im Prinzip die internationale Normungsorganisation ISO, neu gegründet, sage ich mal 1947, gab es auch eine Vorläuferorganisation dazu. Und die Blockchain-Themen werden dort im ISO TC 307 gespiegelt, hauptsächlich. Das aber natürlich auch ein horizontales Thema ist, gibt es mittlerweile auch andere Ausschüsse, die sich schon damit beschäftigen und in ihren Normungsprojekten dann auch Normen zu oder mit Bezug zu Blockchain mit dabei haben, beispielsweise jetzt hiermit aufgeführt auch ISO TC 46. Dann haben wir die europäische Ebene mit der Normungsorganisation CEN, der europäischen, und dort ist auch im Februar ein Gremium gegründet worden, zusammen mit CENELEC, Joint Technical Committee 19 zu Blockchain, und auf nationaler Ebene haben wir eben entsprechend dann die nationalen Spiegelausschüsse. Das ist einmal die der NA 043-0204 AA, also ist ein Arbeitsausschuss innerhalb des NIA, des Normausschusses Informationstechnik und Anwendung. Und der sprechende Name dazu ist Blockchain und Technologien für verteilte elektronische Journale. Und auch im Rekordsmanagement gibt es ein Blockchain-Projekt, deswegen hatte ich es hiermit aufgeführt. Wie erfolgt im Prinzip die Entsendung von Expertinnen und Experten oder Delegierten in die europäische oder internationale Normungsarbeit? Es ist im
Prinzip so, dass man dann in den nationalen Ausschüssen auch aufgenommen sein muss, dort als Mitarbeiter tätig sein muss. Und dann kann der Ausschuss entscheiden oder stimmt darüber ab, ob man dann entsendet werden kann oder ja, dass man entsendet werden kann. Zumeist ist das zumindest in dem Bereich Blockchain bisher recht unproblematisch gewesen. Es wird aber auch immer darauf geachtet, dass die Delegationen jetzt nicht allzu groß sind bei den entsprechenden Jahrestagungen. ISO TC307 Tag beispielsweise jetzt zweimal im Jahr. Es waren meistens Meeting-Wochen, also einmal im Mai, einmal im Oktober, November. Und da werden dann Delegierte bestimmt in den nationalen Sitzungen und Experten auch benannt, die dann an bestimmten Normungsprojekten direkt mitarbeiten in Working Groups. Da schauen wir auch mal in der nächsten Folie nochmal mit drauf, wie sich das mit den Working Groups gestaltet. Und Volker wird uns ja heute nochmal ganz genau im Detail ein bisschen was erzählen aus der Arbeit der Working Groups, also wie das im Detail abläuft in so einer Arbeitsgruppe, die Arbeit an einer internationalen Norm. Kurz nochmal zum ISO TC307. Gegründet 2016, damit ein relativ junges technisches Komitee. Wir haben ja mit ISO TC1 sozusagen das erste 1947 gegründet. Da geht es um Schrauben und Gewinde. Das war damals auch noch recht aktuell. Jetzt, wie gesagt, hier eines der jüngsten, erst seit 4 Jahren aktiv. Wir haben aber eine relativ große Reichweite schon mit den Themen. Es gibt hier in dem Gremium also 45 Länder, die hier aktiv mitarbeiten und 13 beobachtende Länder, die sind in hellblau gekennzeichnet, die aktiven Länder, die hier mitarbeiten. Man sieht also Europa fast komplett vertreten, Griechenland ist nicht mit dabei und ansonsten gibt es auch technische Komitees, wo dann eben nur 12 P-Member mit dabei sind, also von daher ist das hier schon relativ gute Mitarbeit der Länder entsprechend. Und das Sekretariat liegt bei Australien für dieses internationale technische Komitee, die das sozusagen führen und organisieren die Jahresmeetings und die Umfragen einleiten über die entsprechenden Collaboration-Systeme. Hier nochmal dargestellt die Struktur von ISO TC307, die einzelnen Working Groups. Also wir haben einmal ISO TC307 WG1 Foundations, das ist die erste Working Group, die kümmert sich um so grundlegende Sachen wie beispielsweise Terminologie. Da kommt ja Elke nachher auch nochmal drauf zu sprechen, aber nochmal eine spannende Norm, die wir zeigen können und auch nochmal einen Blick auf die OBP werfen können. Dann haben wir die Working Group 2, Security, Privacy and Identity. Wurde vorletzte Woche auf dem Plenum von ISO TC307 im Prinzip geschlossen. Die Arbeiten sollen jetzt überführt werden in die JWG4, weil es da Überschneidungen gibt, also personeller Art als auch inhaltlicher Art. Dann gibt es die Working Group 3, Smart Contracts and their Applications, wo der Volker Skwarek ja auch Convener ist. Und dann nachher nochmal ein bisschen im Detail berichtet. Hier liegt auch das Sekretariat bei DIN. Also da unterstützen wir organisatorisch auch die Arbeit der Convener. Das ist nicht selbstverständlich. Also viele WGs arbeiten auch ohne Sekretariatsunterstützung. Ich würde fast sagen, der Hauptteil hier von den hier aufgeführten. Dann gibt es die ISO TC307 Joint Working Group 4. Also das JWG steht für Joint Working Group. Die ist zusammen mit ISO IECO TC1 SC27 IT Security entstanden, denn da gibt es auch Themenüberschneidungen. Und wenn andere technische Komitees da sagen wir mal, das gleiche Themenfeld haben an Arbeiten, dann kann man auch so eine Gründung einer Joint Working Group initiieren, wo dann die Expertinnen und Experten eben aus beiden technischen Komitees mitarbeiten können. Hier eben der Fall in einer JWG4, die jetzt im Prinzip auch die Projekte von der Working Group 2 übernommen hat. Dann haben wir die Working Group 5, Governance, und die Working Group 6, Use Cases. Dürfte ja vielleicht Patrick Hansen bzw. Bitkom-Arbeitskreis hier auch interessieren. Es gab ja mal ein gutes Papier auch zu Use Cases von Bitkom. Patrick Hansen ist ja auch mit
mit dabei in dem Nationalen Ausschuss und kann die Arbeit mitverfolgen. Dann haben wir noch die Study Group 7, Interoperability. Und das war es erstmal soweit zu den aktiven Arbeitsgruppen, wo sich Expertinnen und Experten also wirklich auch um Normungsarbeit kümmern. Es gibt dann auch noch einige organisatorische Arbeitsgruppen, Convenor Advisory Group, wo dann sich die entsprechenden Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppen auch mal treffen und beraten zu den Projekten, zu den Projektständen. Aber die sind jetzt hier nicht mit aufgeführt, sondern nur die, wo auch aktiv Projekte bearbeitet werden. Ja, hier dann auch gleich der Sprung zu den Projekten. Und zwar ist das nur eine Auswahl. Also ISO TC 307 hat mehrere Projekte initiiert seit 2016. Und was gleich so ein bisschen auffällt, ist, dass es relativ wenige direkte Normen gibt hier, die erarbeitet werden, sondern zumeist hat man sich jetzt auch schon erstmal nur vorsichtig ans Thema herangewagt und da eher Technical Reports oder Technical Specifications, das ist im Prinzip noch ein bisschen eine abgeschwächte Dokumentenart bei ISO initiiert. Beispielsweise Use Cases, dann die ISO TR 6039, 6039 Identity of Subjects and Objects for the Design of Blockchain Systems, Reference Architecture, eine der wenigen Normen, Legally Binding Smart Contracts auch in der Working Group 3, demnächst als zur Umfrage auch in den beteiligten Ländern, in den 45, die wir vorhin gesehen hatten. Dann Overview of Existing DLT Systems for Identity Management, Security Management of Digital Asset Custodians oder Trust Anchors. Das ist im Prinzip erstmal nur eine Auswahl an laufenden Projekten und wenn Sie mögen, den Foliensatz kann ich auch gerne dann zur Verfügung stellen oder ist zur Verteilung gedacht, dann können Sie auch gerne nochmal das Gesamtspektrum sich anschauen, indem Sie dann auf den Link hier unten klicken. Dann landen Sie auf der Webseite der ISO TC 307 und einer Übersicht zu allen laufenden Projekten. Ja, was haben wir an Veröffentlichungen bisher in den 4 Jahren? Sieht erstmal wenig aus. 3 Veröffentlichungen bisher nur in 4 Jahren. Dazu gehört die ISO 22739. Terminologie wird mittlerweile auch wieder überarbeitet und später eben auch nochmal Gegenstand der Forschung für von Elke. Dann haben wir die ISO TR 23244, Privacy and Personally Identifiable Information Protection Considerations und die ISO TR 23455, Overview of and Interactions between Smart Contracts in Blockchain and Distributed Ledger Technology Systems, in der WG3 entstanden, unter Volker Skwarek. Das sieht erstmal wenig aus, aber man muss sich auch ein bisschen immer noch vor Augen halten, dass die Erarbeitungsprozesse, gerade auch auf internationaler Ebene, schon eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Also es gibt bestimmte Development Tracks, auf die man sich einigen kann. Und das geht bis zu 48 Monaten Erarbeitungszeit, die man da ansetzen kann für so eine Norm, dass sie veröffentlicht wird. Das wird ja dann auch, gibt ja bestimmte Fristen auch, dass dann die P-Member, die wir vorhin gesehen haben, die 45 dann Einsprüche geben können und dergleichen. Von daher dauert das immer ein bisschen, bis eine Norm fertig wird. Hier auch wieder der Link zu den Veröffentlichungen auf der ISO TC 307 Webseite. Das sind jetzt wirklich alle aktuell dort auch gezeigten Veröffentlichungen. Aber es kann ja sein, dass später nochmal welche dazukommen. Von daher. Ja, dann haben wir im ISO TC 46 auch noch 2 Projekte mit Bezug zur Blockchain-Technologie. Und zwar zum einen in der ISO TC 46 SC9 WG 18. Da geht es um Digital Content-Based Identification. Und zwar dann im Prinzip ist das ein Code- oder Nummerungssystem, das man für beliebige Files erstellen kann. Und dann diesen Hashwert dann auch in einer sogenannten Content-Blockchain ablegen kann. Ein Projekt sozusagen im in der SC9 WG 18 und ein weiteres dann auch im ISO TC 46 SC11 in Zusammenarbeit aus auch wieder ein Joint Working Committee mit TC 307. Und zwar geht es da um Application of Blockchain Technology to Records Management, also Dokumentenverwaltung. Issues and Considerations. Da gibt es auch große Fortschritte. Wird auch 2
alle 2 Wochen im Prinzip gibt es da Working Group Meetings. Da wird am Dokument gearbeitet. Mittlerweile sind auch immer mehr andere noch ISO-TCs noch dabei, auch Projekte im Blockchain-Bereich zu initiieren, ISO-TC 154 beispielsweise. Aber es sind noch keine Projekte direkt angenommen worden, finden Vorarbeiten statt. Aber ich denke, das wird auch die Zukunft dann zeigen, dass das einfach aufgrund dieser horizontalen Technologie, dass auch andere Technical Committees von ISO dann noch betreffen wird, die dann entweder Joint Working Groups bilden mit TC 307 oder eben eigene Normung, Standardisierung mit Bezug zu Blockchain auch machen in ihrem Themenbereich. Ja, soviel zur internationalen Bühne. Dann gibt es auf europäischer Ebene noch die CNCLC JTC 19, Blockchain and Distributed Ledger Technologies, auch eine sehr junge Gründung, und zwar am 17. Februar 2020, also dieses Jahr erst in Brüssel gegründet, mit dem Ziel, erstmal auch ein bisschen zu schauen, was kann man an internationalen Standards übernehmen. Und genau, ein Arbeitsprogramm hatten sie sich schon gegeben. Und zwar zum einen wollen sie eine eigene Norm auch auf europäischer Ebene zum dezentralisierten Identity Management erarbeiten und nochmal eine technische Spezifikation on Use of Personal Data bis Blockchain and DLT Solutions. Das sind so ein bisschen zwei Projektvorstellungen, die es da gibt. Das Besondere an der europäischen Normung ist ja, wenn dann auf CEN-Ebene eine Norm erarbeitet wird und veröffentlicht wird, dann ist es auch so, dass die entsprechenden CEN-Mitglieder das auch auf nationaler Ebene annehmen müssen. Das heißt also, es würde dann auch in Deutschland eine entsprechende DIN-CEN-TS geben oder eine DIN-EN, und das würde dann sozusagen automatisch ins deutsche Normwerk überführt werden, wenn es kein Technical Report ist. Aber bei Normen und Technical Specifications ist der Fall. Ja, national hier auch nochmal der Ausschuss, der sich um die Spiegelarbeit kümmert, jetzt dieser zwei vorgenannten Gremien, also ISO TC 307 und CLC JTC 19. Das ist Blockchain und Technologien für verteilte elektronische Journale im NIA. Und Hauptanliegen derzeit ist die Mitarbeit direkt europäisch oder international. Und dann wird man sehen, welche Normen oder technische Spezifikationen man ins deutsche Normwerk übernehmen kann. Bisher sind noch keine direkten Arbeiten im Ausschuss erfolgt zu Normen. Es gibt aber bestimmte Dokumente, die erarbeitet worden sind, schon in sogenannten Workshops, also die Inspect-Dokumente. Da gibt es einige, die da veröffentlicht worden sind schon. Und das Besondere hier ist auch, dass die größtenteils in Englisch sind, bis auf die Inspec 3103. Die ist nur in Deutsch, aber ansonsten hat man hier Deutsch, Englisch oder teilweise auch nur Englisch. Was hier von Vorteil ist, ist, dass diese Dienstspec im Prinzip schon vorab finanziert worden sind durch diesen Workshop und damit auch allen interessierten Anwendern frei zur Verfügung stehen. Den Download-Link hatte ich Ihnen hier gleich noch mit in die Folie gepackt. Da landet man auf den Webseiten des Beuth-Verlages und kann sich nach Registrierung dann auch entsprechend die Dokumente zukommen lassen. Genau, dann noch ein anderer Arbeitskreis im DIN, der eine nationale technische Spezifikation zu Blockchain initiiert hat, Kriterien für vertrauenswürdige Transaktionen, Recordsmanagement und Beweiswerterhaltung in Blockchain, entstanden im Arbeitskreis Recordsmanagement innerhalb des Normenaustauschs Information und Dokumentation. Hier war auch das BSI mit beteiligt, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und eine Veröffentlichung ist jetzt geplant für Anfang nächsten Jahres. Aber auch wieder nur eine technische Spezifikation, keine reine Norm. Ja, soweit erstmal als kurzer Überblick zu den internationalen, europäischen, nationalen Strukturen und Projekten. Elke, wie hattet ihr euch das gedacht? Fragen gleich, sofort oder später?
Ich würde sagen, am besten später, weil wir dann vielleicht auch die einzelnen Vorträge sozusagen verbinden können. Vielleicht kann jetzt Volker ja auch schon einiges von dem, was potenziell gefragt würde, beantworten. Also vielen, vielen Dank, Gregor, für den Galopp durch die Standardisierungslandschaft. Und dann gucken wir weiter, was jetzt ein Convener so macht. Ich habe jetzt gerade eine Broschüre offen, My ISO Job, das habe ich 2017 bekommen, als die Normungsarbeit für mich anfing. Und da steht Working Group Conveners, the role of the convener is to lead the work of the experts in the working group. Und dabei ist ein schönes sportliches Foto mit lauter Ruderern. Jetzt folge an dich die Frage, ruderst du mit oder machst du die Pauke auf diesem Boot? Erzähl uns mal, wie das geht. Ja, eigentlich beides. Also ich bin so eine Art Außenborder. Wenn wir dann Oxford gegen Cambridge fahren, dann diene ich als Außenborder, Trommler und eventuell auch Steuermann, je nachdem, wer gerade Lust hat, dabei zu sein. Und das ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Eigentlich hatte ich vor, nein, nicht nur eigentlich, so ein bisschen auch die Normungsarbeit schmackhaft zu machen, als dass es einen sehr faden Beigeschmack hat. Langweilig, langweilig, langsam. Ja, Punkt. So, jetzt bin ich eigentlich schlechter Motivator, wenn ich es dabei belassen würde. Es hat einen Aspekt, weswegen ich sage, Normung ist unausweichlich. Dieser Aspekt ist schlicht und einfach, ich arbeite in verschiedenen Normungsgremien mit, auch mal in ETSI, auch mal in ITUT, aber auch teilweise in industriellen Normungsgremien. Und es gibt halt die staatlich oder per UN mandatierten Normungsgremien, zu denen eben zum Beispiel ISO dazugehört, bei denen wirklich prozessual ein internationaler Konsens sichergestellt ist. Und wann immer man darauf angewiesen ist, sowas zu brauchen, bin ich der Meinung, gibt es keinen anderen Weg als diesen langweiligen Weg. Gegenbeispiele sind zum Beispiel solche Dinge wie Bluetooth, Industriestandard. Ja, da können wir jetzt überlegen. Nehmen wir nun Bluetooth, nehmen wir Zigbee oder nehmen wir vielleicht Xbee oder solche Dinge wie zum Beispiel Langreichweitenfunk wie LoRaWAN mit der LoRaWAN Alliance. Oder nehmen wir doch lieber Sigfox oder. Und solche Dinge, also in Standardisierung ist alles möglich, aber man muss jetzt immer über die hohe Wahrscheinlichkeit reden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden solche konkurrierenden Dinge in der Standardisierung keine große Befürwortung finden, dass man sowas macht. Wie passiert das? Naja, ich habe jetzt mal meinen Bildschirm freigegeben und ich zeige das, also eigentlich könnte ich wahrscheinlich noch 30 Minuten oder 40 oder 50 reden. Ich habe auch eine Menge vorbereitet. Ich fasse das jetzt einfach mal kürzer. Ich glaube, ich habe nur noch maximal 10 Minuten, damit Elke noch drankommt und wir noch Fragen haben. Mal am Beispiel eines Projektes. Man sieht hier, das ist so ein Projekt-Template oder Projekt-Sheet aus dem ISO-Tool. Da geht es tatsächlich um unsere hier Legally Binding Smart Contracts. Ich hoffe, mein Bildschirm kann man sehen. Ja, gut. Wunderbar. Legally Binding Smart Contracts. Und diese haben wir gestartet in, ich muss so ein bisschen die Zeiten von Gregor nicht korrigieren, sondern relativieren. In 2016 war die formale Gründung von TC307, allerdings nur durch das ISO-Mandat. Das heißt, es wurde gesagt, wir machen sowas. In 2017-04 war das deutsche Spiegelgremium dazu gegründet. In 2017-10, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, hatten wir die konstituierende Sitzung in Australien. Also das heißt, hier wurde es dann wirklich konstituiert. Und dann haben wir die ersten Working Groups gebildet. Eine Working Group zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Projekt hat. Und Projekte sind eine definierte Anzahl von Dingen. Also Projekte sind eigentlich Dinge, für die man ein New Working Item Proposal braucht. Und ein New Working Item Proposal sind eigentlich Technical Specifications als Vorstandards oder International Standards, das sind diese Buchstaben TS oder IS. Ein Technical Report braucht eigentlich kein NVIP. Es ist aber derselbe Prozesspfad.
Also kann man sagen, man nimmt sich doch einfach mal vor, eine Technical Specification oder ein International Standard zu machen und hört einfach ein bisschen früher auf. Also würde kein Mensch zugeben, aber ist dann möglich, weil dann hat man sozusagen das Mandat, wenn es angenommen wurde vom Technical Committee, das ist das, was oben so drüber schwebt, dass man sozusagen ein solches Projekt starten darf, eines internationalen Standards für, sagen wir mal, Smart Contracts. Dafür, das kann nur eine Working Group machen und eine solche Working Group kann dann eben auch früher aufhören oder publizieren und nur einen Technical Report machen. Bedeutet also, wir haben die Working Groups hier gegründet und wir hatten aber noch nicht so richtig viel Standardisierungsfutter, weil Blockchains waren da in ihrer Reife auch jetzt, sagen wir mal, noch stark verbesserungswürdig, aber wir waren halt noch 4 Jahre früher. Und das heißt, wir hatten wenig Standardisierungsfutter, was wir eigentlich harmonisieren wollen. Und dafür gibt es dann noch die Alternative, die es eigentlich so gar nicht so richtig gibt, man aber trotzdem immer wieder macht, das sind sogenannte Study Groups. Study Groups haben den Auftrag, ein Nicht-Standardisierungsding zu machen, das ist nämlich eine Studie. Also hier ist der Output einfach nur eine Studie, die auch nicht veröffentlicht wird, sondern aus der Studie kommt dann entweder die große Mülltonne, wo der ganze Kram reinkommt, oder hieraus wird dann wieder ein Projekt und dann wird aus dem Projekt ein TR, IS bzw. TS, der hier in der Mitte stehen müsste eigentlich, und aus der Study Group wird eine Working Group. So, das ist so ungefähr ein Lebenszyklus. Also in der Regel Study Group, Projektergebnis, entweder Projektantrag oder Mülltonne. So, und wenn Projektantrag angenommen wurde, dann geht es in die Working Group. Warum machen wir Standards daraus? Wir standardisieren jetzt nicht, wie manche bösen Zungen behaupten, sowas wie Ethereum oder, keine Ahnung, Corda oder sowas, sondern wir sagen, wenn man doch ein Blockchain-Vokabular haben möchte, was ist denn eine Blockchain? Was ist ein Tangle? Was ist ein Distributed Ledger? Was ist eine byzantinische Fehlertoleranz? Was ist jetzt eigentlich ein Konsens oder was ist kein Konsens? Das ist ein Terminologiestandard. Das bedeutet auch nicht, dass jeder sie nutzen muss. Es heißt nur, es hat sich weltweit eine Majorität von anwesenden Experten gefunden, die das für gut hielten. Und wenn jetzt, dann kommen wir auch gleich zum Prozess. Diese Experten bestimmen aber nicht, ob das da drin steht. Sie einigen sich nur, dass sie meinen, dass das so sein müsste. Und danach geht es eine weltweite Abstimmung und da ist diese Terminologiestandard ein richtig gutes Beispiel, wie Dinge, naja, ich sag mal, richtig konsenswürdig irgendwann werden. Man könnte auch sagen, richtig schief gehen können. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal den positiven Begriff wie ein richtiger Konsens über 3 Iterationen, über 3 internationale Abstimmungen, über 4 Jahre Arbeit entsteht. Und das ist so die eine Ausprägung. Warum macht man jetzt einen Standard? Man möchte sich auf irgendwas einigen. Man möchte sagen, wie sieht eine Blockchain-Architektur aus? Also nicht eine, sondern was sind Miner, Wallets, Nodes, Clients, Notary Nodes? So, wie kann man sowas überhaupt synchronisieren, harmonisieren? So, das sind so die einen Sachen. Das andere sind operative Standards wie Governance. Wie kann man eine Governance über Blockchain überhaupt erreichen? Also wie kann eine Blockchain eine Governance erreichen? Technisch, administrativ und so weiter. Und da ist es schon relativ wichtig, wenn zum Beispiel Banken irgendwann Blockchains wie Corda einsetzen wollen, zum Beispiel, oder Ethereum, oder ich will jetzt gar keine Minenfelder betreten. Und es gibt einen Standard, der sagt, so erzielt man Governances. Naja, und man war nicht mit dabei und man muss sich jetzt immer rechtfertigen, warum man eine Governance anders macht, als es zum Beispiel in diesem Standard war. Und wenn man dann als großer Player am Markt sagt, oh, ich hatte keine Lust, da mitzuarbeiten, das könnte vielleicht ein schlechtes Argument sein. Standards gibt es eine Motivation, dass sie gesetzlich angewandt werden. Das ist im Rahmen der Verbraucherschutzgesetze wie Medizinproduktegesetz, ich glaube Atomgesetz, Energiewirtschaftsgesetz. Da werden Standards referenziert, also nicht inhaltlich benannt, sondern nur, wie es durch Standards, zum Beispiel im Energiewirtschaftsgesetz, sind VDE-Standards erwähnt. Also als Existenz, nicht als Inhalt, als Referenz. Eine Motivation. Zweite Motivation, zu sehen, wo der internationale Konsens ist, eben bei Terminologie. Dritte Motivation, und da sollten wir Techniker echt mal über unsere eigene
Mauer gucken und auch mal über den eigenen Horizont. Standards setzen den weltweit akzeptierten Stand der Technik, zum Beispiel durch einen Technical Report. Jetzt kann man sagen, oh Gott, da muss ich da ja sozusagen gegenarbeiten, dann habe ich ja eine Referenzmarke. Naja, es gibt auch was anderes. Es gibt nämlich, sagen wir mal, Fehler, die man machen kann. Und es gibt mit Fehler Kapitalschäden, die man einrichten oder erreichen kann, auch als Softwareentwickler. Wenn wir gegen einen solchen Kapitalschaden durch eine Betriebshaftpflicht versichert sind, ist das ganz toll. Jetzt könnte man sich mal überlegen, was so eine Haftpflicht bei grober Fahrlässigkeit sagt und wie lange man argumentiert, dass es ja doch nicht grob fahrlässig, sondern höchstens leicht fahrlässig war, was man gemacht hat. Referenz dafür ist in der Regel vor Gerichten der Stand der Technik. Wurde gegen den Stand der Technik verstoßen, so hat man in der Regel grob fahrlässig gehandelt, weil man es hätte wissen müssen als Fachmann, dass das so passiert. Wenn es diesen Stand der Technik jetzt aber nicht gibt, dann ist man jedes Mal darauf angewiesen, wie andere Experten, Gutachter, Referenzen beurteilen würden, ob man das hätte wissen müssen oder nicht. Wenn ich also einen relativen Schutz auch meiner eigenen Arbeit haben möchte, meines eigenen Arbeitsniveaus, ist es schon ganz gut, Standards zu haben, selbst wenn sie manchmal nerven, aber zumindest muss dann nicht ich definieren, was der Stand der Technik ist, sondern es gibt einen globalen Konsens darüber. Wie wird er jetzt erreicht? Ich habe, oh Gott, schon wieder viel zu viel geredet. Ich brauche, glaube ich, noch 2 Stunden. Ich habe hier mal so ein kleines Bild vorbereitet. Nein, das habe ich alles geklaut von ISO. Keine Angst, das ist nichts, was man so auf Anhieb verstehen muss, sondern hier geht es darum, das sind die Schritte, die wir erreichen müssen. ISO ist stark prozessorientiert und hier gibt es quasi den Zeitablauf von, sagen wir mal eher hier, man schlägt etwas vor, bis es ist publiziert. Das ist die Zeit und hier zwischen sind, hier zwischen sind Entscheidungsschritte. Kann man den Bildschirm? Ja, kann man noch sehen. Hierüber sind Subschritte. Und man kann sagen, so ganz grob, das stimmt nicht im Detail, weil man nicht jeden Schritt durchlaufen muss, aber ein Standard wird so geschrieben. So und so weiter und so weiter. Nicht jeder Schritt wird durchlaufen, aber das ist so eine gute Richtlinie. Wirklich gearbeitet wird hier zwischen, also inhaltlich gearbeitet. Der Rest ist Vorbereitung, Überzeugen von, die Obergruppe ist das Technical Committee, dass man diesen Arbeitsauftrag auch wirklich erteilt. Dann werden in der Regel National Ballots, also nationale Abstimmung vom Technical Committee initiiert. Das ist hier zum Beispiel dieser Schritt. Ups, das war jetzt ein bisschen, ich nehme die Linie wieder raus hier. Man macht also so ein New Working Item Proposal, dann gibt es nationale Abstimmungen, daran müssen mindestens 5 Länder teilnehmen, daran muss mindestens, oh Gott, je nach Abstimmungsart 50% oder 2/3 Ja-Stimmen sein. Dabei dürfen nicht mehr als 25% Nein-Stimmen sein, weil man könnte sich auch enthalten. Also es gibt ganz, ganz strenge Regeln, nach denen solche Projekte initiiert werden. Dann werden Arbeitsgruppen gebildet, sie werden registriert und hier wird dann gearbeitet. In der Regel eine Zeit zwischen, wie man hier so sieht, diese Schritte sieht man jetzt hier. Hier wurde begonnen zu arbeiten bis heute. Ja, nicht ganz, weil wir hatten noch einen zweiten Standard in dieser Zeit und wir haben leider nur eine endliche Zahl von Experten. Also wurde diese Arbeit erstmal eine Zeit lang geerdet und wir sind dann, jetzt muss ich einmal auf die andere Präsentation wechseln, wir sind dann erstmal gewechselt, wir haben also gerade von dieser hier geredet, wir sind erstmal in der Gruppe auf diese hier gewechselt, weil wir gesagt haben, einen Technical Report zu schreiben ist einfacher als eine Technical Specification. So, das heißt, hier sind wir dann gewechselt und haben sozusagen den Startschuss an der Stelle gegeben, haben dann ungefähr, man sieht das hier, scheinbar 6 Monate gearbeitet. 6 Monate von 0 bis Technical Specification, Technical Report. Nein. Falsch.
Ich hatte ja gesagt, wir wurden als Study Group gegründet und haben eine Studie geschrieben. Diese Studie wurde begonnen 10/2017. Studie. Diese Studie hat dazu geführt, dass es hier einen sogenannten New Working Item Proposal gab. Dieser New Working Item Proposal wurde akzeptiert. Das wussten wir aber alle schon, weil alle dafür waren. Und wir haben also quasi von hier circa ein Jahr gebraucht, bis dieser Technical Report, das ist kein Standard, das ist ein Statusbericht, das ist der Stand der Technik, also ein Jahr. Und dieser Stand der Technik wurde dann hier quasi dem Technical Committee vorgestellt. Das ist also hier an das Technical Committee. Das ist das übergeordnete Gremium, das ist dieses TC307. Mit jedes Land hat eine Stimme. Jedes Land hat eine Stimme, entscheidet aber nur, dass ein weiterer Prozessschritt in Gang gesetzt wird. Wenn die dann sagen, ja, das akzeptieren wir so, dann werden die National Ballots, also das nationale Abstimmen, vorgegeben. Das heißt, ISO gibt jetzt den Prozess an DIN und an AFNOR und an British Standards und so weiter und so weiter und sagt, guckt euch das mit euren lokalen Experten an. Und dann kommentiert das. Und dann schickt die Kommentare wieder zurück. Glücklich ist, wie in unserer Position, wer ganz viele lokale Experten, die das nachher in den Nationen kommentieren, schon in ISO in der Working Group sitzen hatte, weil von denen muss man keine Kommentare mehr erwarten. Die hatten ihre Kommentarzeit schon ein Jahr vorher. So, und so war es dann bei uns. Dann gab es hier ein Ballot. Das sieht man hier, Close of Voting. Dann hatten wir nur, und das ist nicht ironisch gemeint, so 300 Kommentare, die wir auf, wie viele Seiten waren es, 30 Seiten einfügen mussten. Das geht relativ schlank, dafür braucht man 2-3 Monate. Dann legt man diesen ganzen Kram wieder vor. Also geht es hier wieder, hier geht es zurück an die Working Group. Hier geht es wieder ans Technical Committee. Mit dem Vorschlag der Working Group, das geht beim Technical Report, zu sagen, nehmt das Ding doch einfach. Und das Technical Committee, in dem ja die Experten als Ländervertreter wieder sitzen, haben gesagt, jojo, passt schon. Und dann wurde vom Technical Committee, beim Technical Report geht das, gesagt, okay, den veröffentlichen wir. Wäre es jetzt ein TS gewesen, hätte er wieder in die Länder gemusst, wieder abgestimmt werden müssen, wieder zurück. So, und jetzt waren wir bei dieser Anekdote mit der Nomenklatur. Dieser Prozess wurde dreimal bei der Nomenklatur wiederholt. Die Experten haben gesagt, so sieht das aus. Das Technical Committee sagt, als Ländervertreter, ja, ja, ist okay. Die Länder vor Ort haben abgestimmt, 700 bis 1200 Kommentare. Zurück, Working Group, die Kommentare einarbeiten, abstimmen. Wieder Technical Committee sagt, ach ja, sieht ja schon besser aus, wieder in die Länder. Wieder nachher 500 Kommentare, wieder zurück, wieder in die Working Group. Also dieser Prozess hat 4 Jahre gedauert. Ende vom Lied, bei uns zum Glück nicht. Wir haben dann unseren Standard. Hier sind nur noch Editorial Changes gewesen, also Kommasetzungen, Bilder, alles so ein Kram. Und hier ist es dann publiziert. Und dann, und jetzt mache ich auch Schluss, hatten wir die Experten wieder frei. Das ist nicht in allen Gremien so stark koordiniert gewesen, dass wir die Experten fokussiert an einer Sache haben arbeiten lassen wollen. Dann haben wir hier wieder angefangen, an der Stelle weiterzuarbeiten und hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr damit fertig sind. So, wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr von dem, was ich vorbereitet habe, den Teil hier mit Ihnen besprochen und das andere war das Ding hier, da hätten wir noch viel, viel mehr besprechen können. Und dann hatte ich eigentlich noch ein Beispiel mitgebracht, eines Beispielprojektes, aber das blenden wir mal aus, sonst können Sie hier noch 2 Tage sitzen. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen kurzweilig war und auch ein bisschen Motivation rübergekommen ist. Ich nehme mich wieder zurück, gebe das Wort zurück an Elke. Ja, vielen Dank, Volker. Und wir machen weiter dahingehend. Es ist ja noch ein Punkt. Wir gucken uns die Vokabular jetzt zum Beispiel mal an. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Und ich hole mir wieder den Screen. Es gibt die Online-Browsing-Plattform von der ISO. Das ist unter iso.org OBP
erreichbar. Und das Schöne ist, da kann man jetzt Suchbegriffe eingeben, wenn man sucht, ist dieses Wort schon definiert oder gibt es einen Standard dazu? Das war für das Finden des Vokabulars auch deshalb wichtig, weil es natürlich Begriffe gab bei Blockchain wie Blockminer oder so etwas, die jetzt sehr speziell sind, aber auch andere Sachen wie Asset oder Governance, die oder Interoperability, die andere Komitees schon definiert hatten, wo man gesagt hat, innerhalb der ISO guckt man sich an, welche ISO-Standards gibt es denn schon und was kann man davon verwenden oder muss man dann eben einen Standard abändern oder kann man den einfach übernehmen und zitieren für das Vokabular. Ich habe jetzt einfach mal gesucht für Blockchain in diesem Online-Browsing-Plattform und dann kann man hier nach weiteren Kategorien filtern. Einmal zum Beispiel jetzt hier Terms and Definitions, das ist jetzt etwas, was jetzt in diesem unserem Vokabular rausgekommen ist. Oder eben nach Standards. Welche Standards gibt es denn, wo Blockchain im Titel oder wo Blockchain irgendwo ein Standard mit dabei ist? Den wir uns angucken, ist dieses Vokabulari, das ist die Terminologie, das ist der Standard 22739. Und man sieht, dass es auch andere Standards noch gibt. Das ist die Referenzarchitektur, die ist im DIS-Status, das heißt, die ist noch nicht ganz fertig, die liegt als Draft vor. Das sind Technical Reports. Aber man sieht auch, dass andere Komitees zu Blockchain oder mit Blockchain schon Standards gemacht haben. Und deswegen kann man hier nochmal aufgliedern und kann sehen, welche Standards sind denn jetzt von ISO TC307 oder welches Komitee hat denn wie viele Standards oder wie viele Einträge zu diesem Begriff, den ich dort suche, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wo ist denn das Zentrum der Gravitation zu diesem Thema innerhalb der ISO? Die ISO ist ja auch groß genug und durch die Liaisons und durch diese Normenlandschaft, zumindest für Anfänger, beliebig unübersichtlich. Da bekommt man hier dann auch nochmal eine kleine Guidance, was dort möglich ist. Ja, und dann, wenn ich jetzt auf TC307 klicke, dann bekomme ich jetzt nur die Ergebnisse aus diesem Komitee angezeigt. Das ist einmal der Standard zum Thema Terminologie, ein Draft-Standard zur Referenz und dann zwei Technical Reports. Eins ist aus unserer Arbeitsgruppe 3 entstanden und dann einer aus der Arbeitsgruppe 2. Und dann gucken wir uns jetzt den Vokabular mal an. Den habe ich hier schon vorbereitet. Das Schöne ist, der ist relativ klein. Und von daher einer der oder wenigen Standards, die komplett veröffentlicht sind. Ja, das ist zwar der Buy-Button, weil die Ergebnisse der ISO sind käuflich erwerbbar. Die sind normalerweise nicht komplett zur Verfügung gestellt. Das sieht man jetzt zum Beispiel bei dem Technical Report, den ich da auch schon aufgemacht habe, wo man sieht, dass die also Inhaltsverzeichnis und die anfänglichen Kapitel sind öffentlich und dann kommt hier irgendwo dieses Sägeblatt, was sagt, so, und wenn du das hier dazwischen sehen möchtest, dann kannst du es hier über den Jetzt-Kaufen-Knopf käuflich erwerben. Das ist bei dem Standard nicht der Fall und von daher können wir da auch mal in die Sachen reingucken. Und wenn man dann jetzt ein Vokabel hat, die nicht in diesem Gremium frisch definiert wurde, sondern die aus anderen Standards zitiert wurde, ja, dann steht das dann hier mit drin, dass es ein Terminus war, der schon anderweitig existiert hat und wo man innerhalb der ISO auf diese Sachen zurückgegriffen hat. So, ich glaube, hier ist die Schrift etwas klein, deswegen habe ich es hier nochmal das Dokument, wenn ich es jetzt kaufen würde, ja, dann kriege ich dann als PDF, als internationaler Standard. Und da gucken wir uns dann mal kurz ein paar Sachen an. Die ganzen Vokabeln haben natürlich dann Nummern bekommen, weil man dann gegebenenfalls auf andere verweist. Ja? Wenn also Vokabeln zusammenhängen, bekommt man das dann hier angezeigt. Und insgesamt gibt es 80 Vokabeln, die jetzt in diesem Standard drin sind, alle durchnummeriert von 3.1 bis das letzte ist, glaube ich, die Wallet. Das letzte ist die Wallet und dann geht es in die Bibliografie.
Wie gesagt, das Schöne ist, das kann man hier alles öffentlich anschauen und kann sich anschauen, wie die Einigung der Experten war in vielen Iterationen. Ich glaube auch, die Arbeitsgruppe 1 zur Thema Terminologie hat, glaube ich, die meisten Sitzungen jedenfalls gefühlt gehabt von den Einladungen, die ich bekommen habe. Ja, das war jetzt so der Galopp durch die Standards und wie man rankommt oder wie man sehen kann, gibt es dafür überhaupt einen Standard, wie sind mögliche Definitionen, die ISO Online Browsing Plattform, die ich nur empfehlen kann. Jetzt hätten wir noch wenige Minuten für Fragen oder Diskussion. Genau, ja, ganz lieben Dank schon mal an dieser Stelle, Elke, also Elke Kunde von IBM, Professor Dr. Volker Skwarek und Gregor Roszkowski für diese Impulse. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Wir können gerne, wenn es für die Experten hier möglich ist, auch ein paar einzelne Minuten noch überziehen. Das heißt, Feuer frei, gerne einfach die Mikros freischalten. Ich habe einige noch stumm geschaltet während der Session und natürlich gerne auch die Kameras freischalten und hier Fragen und Anmerkungen einbringen. Ja, ich hätte eine Frage, Christoph Trunodl, Software AG. Gibt es eine Möglichkeit, wenn man nicht in einem nationalen Normungsgremium vertreten ist, Interimsversionen, die gerade begutachtet werden, vor einem DIS zu sehen? Also sozusagen die Work in Progress, damit man eine Ahnung hat, wo es hingeht, oder geht das nur über Lobbying und andere DIN oder was auch immer? Ich bin ein Ösi, also ich müsste es eh über die Austrian Standards machen. Also Gregor, du kannst sagen, ich kann was sagen. Ja, Volker, gerne. Ja, gerne also auch über Austrian Standards, ich sage mal, jedes Land hat seine eigenen Prozeduren. Ja, klar. Ist der Punkt, dass die erste Veröffentlichung hier bei diesem Punkt, gut, ich hatte es vorhin. Ja, bei DIS, oder ist das irgendwie? Genau, bei DIS. Und zwar. Und vorher, mir geht es nur um vorher, dass ich die DIS kaufen kann, ist eh klar. Nee, nicht die DIS kaufen, sondern wenn es in die National Ballots gibt, ist in der DIS-Phase das sozusagen das Public Review. Das wird sogar dann sogar der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Vorher ist das alles internal. Ich meine, wo man das nachher herkriegt und was alles als internal dann gewertet wird, sei mal dahingestellt, aber zunächst ist es nicht veröffentlichungsfähig und auch nicht gewollt, dass es vorher veröffentlicht wird. Da müsste ich dann bei einem nationalen Normungsgremium mitarbeiten, dann würde ich sehen. Danke. Oder vielleicht einen guten Draht haben, aber. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht so offen sagen, aber. danke. Ich hätte noch eine Frage auch an den Herrn Roszkowski. Also, und zwar nochmal zu dem Senelec JCT 19. Da hatten Sie ja gesagt, dass diese Working Group, die sich mit IDAS und 5AM, also Anti-Money Laundering Directive, befasst, dass die jetzt aktiv ist. Und wird die von Deutschland aus aktiv vertreten? Sind da Vertreter von DIN entsandt oder wie ist da der Stand? Also es gibt noch keine aktiven Working Groups jetzt in CNCLC JTC 19. Man hat sich jetzt bisher damit befasst, sich ein Arbeitsprogramm zu geben. Und das war im Prinzip jetzt in dem Arbeitsprogramm diese zwei Themenschwerpunkte. Allerdings ist da noch keine Gründung erfolgt an Working Groups und auch noch kein Expertenaufruf. Wir haben insgesamt eine gute Anzahl an Delegierten. Ich meine so sechs, sieben Delegierte, die auch auf den Plenaries mit dabei sind beim CNCLC JTC 19 und da, ich sag mal, so Grundsatzentscheidungen mit abstimmen in der Delegation. Aber man hat noch keine konkreten Normungsvorhaben initiiert jetzt da. Das nächste Plenary wird jetzt im Januar stattfinden. Es wurde verschoben, sollte eigentlich nächste Woche sein, aber wurde dann relativ kurzfristig verschoben. Grund ist mir nicht bekannt, aber Anfang nächsten Jahres wird es dann sicherlich noch mal ein bisschen mehr zu berichten geben. Und gibt es irgendwie ein Mandat von der Europäischen Kommission dazu oder ist das jetzt unabhängig beim CEN selber entschieden worden? Kann ich vielleicht was sagen, weil ich arbeite ja damit. Also die Europäische Kommission, also das Parlament sowieso nicht, wenn dann die Europäische, also aus der Kommission, wenn überhaupt. Es ist so, dass das Mandat eigentlich von den nationalen Gremien gegeben wird, also eben von DIN und AFNOR und so weiter. Allerdings ist die Kooperation mit zum Beispiel DG Connect oder DG Justice oder sowas so eng, dass man, naja, ich will jetzt nichts Falsches behaupten und jeder würde auch was anderes sagen.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das in irgendeinen Regulationsprozess der EU eingeht, ist zumindest nicht gering. Okay. Weil jetzt zum Beispiel bei der Invoice war es ja wirklich so, dass CEN ein dezidiertes Mandat von der Kommission bekommen hat, einen Standard zu erstellen. Ja, also Gregor Roszkowski nochmal, das ist auch ein bisschen Sonderfall gewesen jetzt in dem IT-Sektor. Das war meines Erachtens auch mit die erste Normenreihe, die jetzt mit mandatiert worden ist, beziehungsweise nur Teil 1 und Teil 2 davon. Die Verordnung 2014-55 auf die elektronische Rechnungsstellung. Da ging es im Prinzip darum, eine harmonisierte Norm da entsprechend zu erarbeiten. Auftrag an CEN von der EU wird ja im Normalfall nur für die Verordnungen, die unter diesem New Approach stehen, gemacht. Also gerade so im sicherheitstechnischen Bereich Aufzugverordnung oder Druckkessel, Maschinensicherheit und dergleichen. Da gibt es so 27 Verordnung bzw. Richtlinien. Das war schon ein bisschen eine Besonderheit, auch das, was Ulrike Linde ansprach jetzt eben, dass da im IT-Sektor jetzt die erste Norm auch schon mal auf europäischer Ebene mandatiert worden ist und von der EU gesagt worden ist, ja, CEN arbeitet uns mal dazu bitte eine Norm. Nicht auszuschließen, dass das jetzt bei Blockchain gegebenenfalls auch so wird, aber bisher ist mir noch kein Mandat oder dergleichen bekannt. Also, aber Volker, du warst ja direkt mit in der Delegation, vielleicht gab es da schon irgendwelche Vorabsprachen oder hast du von Indizien. Das hat politische Gründe. Wenn die Kommission die CEN zu oft mandatiert, dann wirkt das so, als ob CEN für die Europäische Kommission arbeiten würde. Dann wirkt aber das Argument, und zwar nicht ein vorgeschobenes Argument, sondern der nationalen Unabhängigkeiten gegenüber ISO nicht mehr, sondern dann wirkt das so wie die Vereinigten Staaten von Europa. Und die werden vertreten durch CEN. Damit verlieren wir aber europaweit, und das ist nicht mal die Frage des Stimmrechts, sondern der eigentlich nationalen Souveränität, verlieren wir 26 Stimmen versus eine, die wir nur noch in ISO haben. Und alle Staaten werden, also Spanien wie Finnland, werden durch CENELEC vertreten und nicht mehr durch ihre nationalen Gremien. Und das ist der Kerngrund, warum es eigentlich gar keine so richtige kontinuierliche Mandatierung geben sollte und darf. Umgekehrt funktioniert es aber. Die meisten Experten, die Sie in den CENELEC-Gruppen finden, finden Sie auch als beratende Experten bei EPSI, bei INATBA, bei, keine Ahnung, EIDAS. Also es ist eher umgekehrt, dass man die Leute einfach überall findet und auch in CENELEC. Ja, das heißt, hier gibt es eine enge Connection, also zwischen dem CEN Joint Committee 19 und EPSI ist der Informationsfluss gewährleistet. Ja. Vielleicht auch nochmal als Ergänzung, also aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wenn man es jetzt aus Blickwinkel der Richtlinien und Verordnungen betrachtet, da gibt es ja noch nichts zu Blockchain. Gibt ja noch keine Verordnung, keine Richtlinie auf EU-Ebene zu Blockchain. Und das ist ja die Voraussetzung, dass man dann, sagen wir mal, als auf Basis von einer Richtlinie, Verordnung dann ein Mandat erteilt, da was zu konkretisieren. Und da ist mir zumindest auch noch nichts bekannt, dass da Bestrebungen gibt, jetzt eine richtige Verordnung zu haben zu Blockchain. Von daher ist erstmal, denke ich, noch ein bisschen, ja, müssen wir uns noch nicht auf hohe Fahrwasser oder sowas einstellen. Ich denke mal, eine Mandatierung wird noch, wenn überhaupt, eine Weile auf sich warten lassen. Wie gesagt, da gibt es erstmal die Voraussetzung der Verordnung und Richtlinien. Ja, aber ergänzend dazu, die EIDAS-Verordnung wird ja zurzeit überarbeitet und es ist natürlich auch tatsächlich in der Überlegung, sie entsprechend zu erweitern, dass also auch Distributed Identities und Verified Credentials in diesen Rahmen reinpassen. Das kann also durchaus im nächsten Sommer fertig sein. Und kurzer Einschub von mir. Ende September hat ja die Kommission ihren Verordnungsvorschlag für die Markets in Crypto Assets veröffentlicht. Und dort in Artikel 3 gibt es einen relativ langen Absatz. Da geht es wirklich rein um Definitionen. Und da werden auch so Begriffe wie DLT, Token, alles Mögliche wird dort eigentlich definiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie da die Abstimmung war, ob es da im Vorab irgendwie Gespräche gab. Aber diese Verordnung, die jetzt gerade im Parlament und Rat diskutiert wird, wird auf jeden Fall Maßstäbe setzen, was die Definition angeht. Angesichts der Zeit, vielleicht Abschlussfrage, gibt es noch irgendjemanden oder eine wichtige Frage, die hier noch gestellt werden muss?
Gut, das scheint erstmal nicht der Fall. Ich werde im Nachhinein gerne, Gregor, wenn du mir deine Folie noch zukommen lässt, werde ich die auch gerne teilen im Bitkom-Mitgliederportal. Sehr gerne. Und wie gesagt, die Aufzeichnung wird dann auch online verfügbar sein. Ganz herzlichen Dank nochmal an die drei Speaker, Elke Kunde, Volker Skwarek, Gregor Roszkowski, für den Input heute. Ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen und wir werden gegebenenfalls auch nochmal schauen, wie wir als Bitkom-Arbeitskreis uns da noch enger mit einbringen können. Wir versammeln ja auch schon recht viel Expertise bei uns. Und ja, damit würde ich sagen, allen noch einen schönen Nachmittag, Abend und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Organisieren. Tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.